Hallihallo, da sind wir wieder einmal. Wir haben euch versprochen, mit unserem Short haben wir euch ja schon vorangekündigt, dass wir einen Haul machen. Ja, war ja mal wieder ein schöner Tag mit dir. Ja, das klingt gerade nicht so, weil wir waren nämlich im Alex frühstücken am Donnerstag letzte Woche ist das dann, genau, weil es war jetzt die Woche, also letzte Woche. Mhm. Wenn das Video dann zu euch kommt. Ja, das ist immer sehr, sehr schön. Und das, was wir dort gegessen haben. Oh, das war so lecker. Großes Stückel. Käse-Sahne-Torte. Oh, lecker. Und das war alles inklusive, wo man denkt, Croissants, Bratkartoffeln. Mhm. Ey, das war so super lecker. Und dieses Desserts, ne? Aber das war bestimmt unikalorienreich, das Stückel Kuchen. Nein. Weil das war ja ganz, ganz viel aufgeschlagen. Da war ja viel mehr Luft drin als alles andere. Das Problem ist, man kann auch Zucker und Sahne kann man so gut aufschlagen. Das hat trotzdem Kalorien. Das zerstört doch meine Illusion. Ey. Es ist doch egal. Es ist doch alles gut auf der Waage gewesen. Ja. Genau. Das Video kriegt ihr dann später auch noch. Unser Abnehmvideo, wie es denn derzeit aussieht. Alles später. Mit dir bist du also ehrlich. Was soll das heißen? Ich muss ja mit dir die Videos machen. Es funktioniert aber nicht. Der Mann. Oh nein. Ich muss keine mit Zeit. Dir. Also wundert euch nicht, falls ihr dann nur noch Videos kriegt von mir alleine. Wenn der Mann dann im Hintergrund sitzt. Ja, du brauchst gar nicht so zu schnattern. Ja, das war ein Horror, ne? Ja, genau. Ja, ich hab mir. Ja. Ach doch, nee. Ach nee, jetzt ging ja auch um. Es ging ja auch um, dass wir schließlich auch Frühstück machen. Und danach haben wir uns nämlich gedacht, na, dann gehen wir mal in die Galeria Kaufhof, stand so schön dran, was mich so gelockt hat, 70%. Das ist so richtig. 50%, 30%. Die Frau kriegst du mit damit, ne? Du musst nur Aufkleber an Marseille, 50, 70, 30%. Es muss aber dann auch stimmen, ansonsten kriegen sie mich nämlich schnell. Und da habe ich euch ja schon in dem Short gezeigt, was war das ein? Ach, das war ja ein Traum. Also man sollte auf Hochzeiten in Bayern eingeladen sein oder ähnliches. Oder aufs Oktoberfest gehen. Aber 190 Euro waren es im Short, 89, 99 für so ein Dirndl ist schon heftig. Aber schön, das einfach mal anzugucken. Das war toll. Du hättest bestimmt geil drin ausgesehen. Keine Ahnung, ich habe es ja nicht anprobiert. Das habe ich mich gar nicht getraut. Das ist kaputt gegangen, ja. Ja gut, wenn das gesprengt hätte. Schönen Dank auch. So, das ist wieder mal ein äußerst netter Mann, aber ihr kennt ihn ja. Entweder so oder so. Aber wir haben ein paar Sachen in der Galeria gekauft. Ja, das ist ja so ein großes Glasgebäude bei uns in Chemnitz. Das haben sie ja, da waren wir mal drin. Ja, das ist schon gefühlt 100 Jahre her. Da haben wir keinen Plan. Wir hatten mal, du hast gesagt, Exit-Spiele hatten wir mal dort drin gekauft. Jo, vor 4 Jahren. Vor ungefähr 4 Jahren. Und davor, weiß ich nicht, wann wir da mal drin waren. Ich habe keinen Plan. Weil ja, wir waren dort drin, aber du kannst ja dort drin eigentlich nicht bezahlen. Es ist schön, dort durchzulaufen, mal davon abgesehen. Einfach mal so. Das fetzt. Wir waren immer oben in der Dings essen, mit den Kindern. Das ist es schon gar nicht mehr. Nee, habe ich verdrängt. Ja, es war jetzt nicht so besonders. Also ich weiß nicht, was es zu essen gab. Ja, das habe ich mir mittlerweile vergessen. Ich bin ja nur schon ein bisschen älter. In der Etage waren wir auch, da gab es Badesachen und die Restaurants waren im Hintergrund. Und die Calvin Klein Badehose, die wolltest du mir nicht kaufen. Ne? Da war 40% Rabatt drauf, durfte ich nicht kriegen. Eine knalle grüne Calvin Klein Badehose. Nee, hat man gesagt, nee, machen wir nicht. Gut, machen wir nicht. Nee, wir haben dann für... So. Ja, für Eleonora und für mich haben wir Sachen geholt. Hm. Die haben wir dort gekriegt. Also, Entschuldigung, junge Frau. Gekratzt. Nee, du hast dich gekratzt. Ich habe mich gekratzt. Weil die haben nämlich wirklich die reduzierten Sachen nochmal um 50%, genau. Weil das Oberteil hätte nämlich 10 Euro gekostet, haben sie auf 8 runtergesetzt. Ich weiß gar nicht, für ein Mangun ist das, glaube ich. Ja, war alles für Mangun. Alles für Mangun, ja, Mangun. Das hat Eleonora anprobiert gehabt, also das ist richtig schön. Ich mag die Teile ja sowieso, das ist ja dieser, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Feinripp. Dieser Feinripp, wie Andi das so schön sagt, ich liebe das ja. Finde ich angenehmer, habe ich derzeit jetzt gerade auch. Ja. Nee, ist egal. Nein, habe ich nicht. Also feinere Unterwäsche, soweit sind wir nicht. Also das kommt ja mit 100. Was? Ich hoffe, das kommt mal nie. Da möchte ich mal nicht. Das hoffe ich auch nicht. Bitte nicht. Nein. Also haben wir bloß noch 4 Euro ungefähr bezahlt dafür. Dann, da war ich mir ja ganz unsicher bei Eleonora. Der Rock, der gefiel mir. Cool, ja. Und der gefiel ihr auch. Ich bin gespannt, ob sie noch anzieht. Sie kann, wir haben auch extra damit gerechnet. Ne? Erstmal Gummizug und dass es nächstes Jahr auch passt. Das wäre nämlich sonst doof. Der hat nämlich am Anfang mal 18 Euro gekostet, dann 13 und jetzt dann 6,50 Euro. Genau. Und das ist typisch auch von Mangun. Genau, das ist irgendwie die Abteilung. Du hast alles von Mangun. Das war ein dummer Zufall. Ja. Das war eigentlich schon nicht so geplant. Dann habe ich für Eleonora gesehen, die fand ich ja so toll, habe ich schon in Ungarn einige gesehen, so diese Lochstickerei-Kleider. Die waren aber sehr, 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 sehr teuer. Hätte ich nie gedacht. Und da habe ich das gesehen. Das ist wirklich auch hier sehr teuer eigentlich.
Genau. Weil die kosten normalerweise 40 Euro. Haben jetzt 33 Euro gekostet und davon nochmal der Hälfte sind 17,50. Gut, hab ich richtig gedacht. Das war gerade mein erster Gedanke. Nee, 17,50 Euro. Ach, nur 16,50 Euro. Sogar so günstig. Extra habe ich gesagt, ein bisschen größer. Sie hat es dann anprobiert und man sagt, lieber ein bisschen größer, wenn sie es nächstes Jahr anzieht, dass sie dann reinpasst. Das macht nicht, das ist ja extra, das ist ein bisschen weiter geschnitten, da ist es eigentlich egal. Also ich finde das richtig toll. Das kann man auch selbst, das ist relativ dick trotzdem, ich denke, das kann sie sogar im Herbst, wenn sie eine Leggings, weil die zieht ja keine Strumpfhosen an, das Kind. Das ist immer anstrengend. Ja. Ich müsste mir Strumpfhosen zulegen, das wäre auch schön. Und da war ich ein bisschen neidisch, weil in meiner Größe gab es das ja nicht. Auch in der Kindergröße nicht. Weil ich kann ja zum Glück, aber nur wenn es ordentlich aussieht, in 170, 176 noch Sachen anziehen, das funktioniert. Nein, du nicht mehr. Das wird doch komisch aus. Nee, das fände ich komisch. Und dann habe ich doch eins in der 170, 176 sogar in weiß. Und das ist so schön. Ich zeig's euch mal. Die Lochstickerei. Richtig niedlich. Und das hat nämlich am Ende gerade mal gekostet. Was hat es denn vorher gekostet? 30 hatte es mal gekostet. Dann hat es 20 gekostet. Ich habe noch 10 Euro bezahlt. Also besser geht es ja gar nicht. Ich habe gedacht, das kann ich jetzt dann auch auf Arbeit schön anziehen. Auch wenn es weiß ist, aber das ist mir relativ egal. Waschen kann man alles, würde ich mal behaupten wollen, oder? Richtig, mein Schatz. Da bin ich nicht so. Und du sagst, auch wenn ich im Kindergarten arbeite, das ist... Nö, die Sachen werden angezogen. Ja, ich mag das nicht, wenn ich das so... Nee. Das ist so komisch. Ich ziehe mich gerne schick an. Ja, eigentlich gehört das so dazu. Man muss ja immer für die Väter ein bisschen was haben. Nee, nicht wirklich. Und für die Mütter oder was? Nee, eine Mütter. Obwohl wir ganz viele Mütter bei uns im Kindergarten haben, wo man sagt... Ja, da habe ich auch schon mal gesagt, wo du sagst, ach, sie sehen ja heute wieder schick aus. Also, ja. Ja, aber wir Männer wollen ja irgendwas zu gucken. Ne? Ja, das ist mir doch egal. Aber die Männer sagen das ja zum Glück nicht unbedingt immer. Die sehen ja, die heißen ja nicht Andreas. Ach so. Nicht alle. Vielleicht ein paar, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, genau. Das war unser Schnäppchen-Einkauf im Endeffekt in der Galeria Kaufhof. Für 32,95 Euro oder so hat es gekostet. Insgesamt. Also das war wirklich mehr als ein Schnäppchen. Also da kann man wirklich... Nicht da. Ja, dann hatten wir ein bisschen Angst rauszugehen. Na, Angst? Nee, Quatsch. Blitzig. Nee. Es war nur sehr laut gerade draußen. Laut Verdi draußen. War gerade draußen. Die haben gerade. Da war ganz schön was los. Aber die waren dann relativ schnell wieder. Wir sind ein bisschen dran vorbei. Man musste sich halt erstmal gucken, wo laufe ich jetzt überhaupt lang. Es war ein bisschen kompliziert. Weil wir hatten überlegt, wo sind wir als erstes dann? Ach, wir sind erstmal in der Buchzentrale. Weil da haben wir ja trotzdem gesagt, da bin ich ja auch, wo ich sage, obwohl ich immer ein Problem damit habe, dass Andi ständig bei Medimops bestellt. Habe ich mir gedacht, naja, also Buchzentrale möchte ich auch hingehen. Wie gesagt, da kann ich nämlich auch mal gucken. Weil in Medimops habe ich das Problem, ich weiß nicht, nach was ich suchen soll. Dort gehe ich hin, kann mir die Bücher angucken. Ich liebe das ja. Du kannst auch in die Bücher gehen. Da gibt es eine Kategorie. Nee, das ist doof. Ich kann aber nicht in die Bücher direkt reingucken, wie diese gestaltet sind, was hier ja richtig schön ist. Ich liebe ja Kinderbücher. Und in der Buchzentrale gibt es da ganz besonders viel, obwohl die relativ klein ist in Chemnitz. Ja. Ich weiß nicht, gibt es die überhaupt? Ja, ach so, nur die zwei, ne? Ja. Genau, das gibt es sonst irgendwie nicht. Das sind alles Mängelexemplare und die kosten die Hälfte. Hm. Wenn man nicht sogar Glück hat manchmal, aber das ist manchmal sogar ein bisschen günstiger, meistens die Hälfte. Und Andi hat sich nämlich dann gedacht, er wollte mich erst fragen, was hast du dir mitgenommen? Nee, ich habe mir nicht das Kind. Du warst unsicher? Nee, unsicher war ich mir nicht. Du weißt ja nicht. Hat er nur Angst vor mir, dass ich sage, oh Gott, nein, aber ich hatte ja selber Alessandro, Alessandro hat mir den Klappentext vorgelesen. Das eine geht ja um die Brücke in Prag. Die Brücke der Ewigkeit. Da geht es um Prag. Da ist die, das interessiert dich ja sowieso. Da ist ja ein Junge, dessen Mutter, also die Brücke, die vorher dort war, die ist dort auf der Brücke, ist hat die gestanden und die ist dann mit weggerissen worden. Und er hat dann gesagt, lieber Gott, rette bitte meine Mutter und wenn du das tust, dann baue ich dir eine Brücke für die Ewigkeit. Aha. Ich bin gespannt, was das werden soll. Bin gespannt. Na, und das ja, das ewige Licht von Notre Dame. Notre Dame, ne, das ist. Und guck mal den Preis an. Frankreich. Das sind 6 Euro. Also ehrlich gesagt, das kostet ja sonst doppelt. Das kostet wirklich, hier steht 14 Euro. Da hast du sogar noch, siehst du, da sind wir nämlich bei dem Preis, ist günstiger. Ist das günstiger als plus der Hälfte? Es gibt einen Baumeister, der das lernt. Es sind aber zwei verschiedene. Ja, ja. Auch zwei verschiedene Autoren. Ja, ja. So, und da habe ich dann, Alessandro hat mir das halt vorgelesen und da habe ich dann dargestellt, ich sage, was nimmst du mit? Prag, Paris. Und so, nimmst du da alle Bete mit? Dann habe ich ihn da reingekriegt und dann wieder. Was ich dazu sagen würde. So, und da ist er ja dann gleich zu dir gekommen. Ja, er ist zu mir gekommen. Und du warst aber gleich. Du hattest doch gleich im Hängebändel. Ja, ich hatte ein Hängebändel mit. Ja,
Aber da ich ja hier mir gedacht habe, für den Kindergarten, ich liebe ja Kinderbücher halt. Da komme ich nicht drum rum. Ich habe das bei Eleonora schon geliebt, das war immer froh, aber die waren dann immer so teuer. Und wir sind auf die Buchzentrale erst viel zu spät gekommen, finde ich. Schade, dass wir das nicht vorher schon, wo Eleonora noch ganz klein war. Tja, ja. Wir haben genug Bücher vorgelesen, mal davon abgesehen. Jetzt ist die Zeit leider Gottes vorbei. Ja, Kind jetzt tatsächlich. Nee, also mit Lesen hat es das nicht so manchmal. Das muss man sie regelrecht dazu nötigen. So, nee, statt Medien muss jetzt mal was anderes her. Und da habe ich mir nämlich mitgenommen, Niki sucht ein Geschenk. Und die kosten halt, ihr wisst, wie teuer Kinderbücher sind. Das würde auch 13 Euro würde das kosten. Und es hat halt noch 6,50 Euro gekostet. Und ich gucke ja dann halt logischerweise, um was es geht. Und dann alleine die Illustration. Das ist ja so süß gemacht. Es gibt nämlich auch Kinderbücher. Und ich sage, ach du Elend, was ist das? Dann habe ich noch. Das fand ich ja richtig niedlich. Selbst Eleonora fand es toll. Erdnuss und Trotzko. Schon alleine der Name ist schon lustig. Plötzlich, Freunde, die 200, wenn ihr das seht, schon alleine die aufmachen. Da Illustration. Ist ja von Esslinger. Annette Betz, kenne ich jetzt gar nicht unbedingt. Das ist so richtig niedlich. Da geht es halt irgendwie. Der kleine Erdnuss, der tut irgendwie an den Baum pullern, das ist eigentlich sein Revier. Und dann kommt der Rotzko und sagt, hier, verzieh dich, das ist meine. Also die haben ein bisschen Streit. Aber werden anscheinend dann plötzlich Freunde. Ich werde es mir auf jeden Fall vorher durchlesen. Und die nehme ich dann immer mit auf Arbeit und dann wird das mit durchgelesen. Weil ich liebe es ja den Kindern immer wieder unterschiedliche Bücher vorzulesen. Das habe ich bei Eleonora auch gerne gemacht. Der Riesen und auch bei den zwei Großen. Obwohl Alessandro immer das Problem hatte, der liebte immer Cars. Immer das gleiche Buch. Es war schrecklich. Ich konnte es nicht mehr lesen. Auswendig dann. Oh, es war schrecklich, ne? Kurz dann auswendig. Oh. Und dann habe ich noch der riesengroße Streit. Kleiner Dachs und großer Dachs. Oh, für 7 Euro? Das ist so niedlich. Wie die schon nebeneinander stehen. Wie gesagt, und die Bilder sind halt auch richtig schön. Der Text ist nicht zu lang. Ich habe ja nur jetzt die 4-Jährigen in meiner Gruppe. Und ich denke, die werden sich, denke ich, mal darüber freuen. Die bleiben dann allerdings bei mir, die kommen, gehen dann in den Besitz vom Kindergarten über oder so. Die nehme ich dann immer wieder mit. Ja, sind ja meine. Sind meine. So. Ja, und da hat Steffel Angst. Ja, aber ich hab's, dann haben wir sie doch alle mitgenommen. Das war relativ, was hat es denn gekostet am Ende? 33 Euro, also genauso viel wie hier jetzt im Endeffekt. Aber guck mal, was man trotzdem dafür kriegt. Also da gehe ich halt wirklich gerne rein. Ja, aber ich jetzt in 2 Mehl gut mehr hätte. Nein, hat es weniger bezahlt, aber du hättest gar nicht gewusst, was der kaufst. 25% Rabatt. Ja, ja. 25% Rabatt hatte ich ja, mit Pech gehabt, das will ich jetzt gar nicht mehr einlösen. Ich melde bei Medimops ab. Ihr könnt ja mal unten drunter kommentieren, das ob ihr das auch so seht. Das ist schon langsam mal das dort. Kommt noch, also das kommt ja einem Mordanschlag gleich. Ja, so ähnlich. Ja. Ja, fast. Nee, also das könnt ihr nicht machen. Nein, das kann man nicht machen. Naja. Nee. So, wo sind wir dann? Im Endeffekt sind wir dann raus, aus der Buchzentrale. Sind außenrum dann beim Rathaus, da war gerade Markt. Ja. Und dann sind wir uns DM. Ja. DM in Chemnitz finde ich jetzt natürlich nicht so schön. Das ist auch sehr, oh, das ist alles so stressig dort drin. Also DM im Chemnitz Center finde ich schön, obwohl das zu klein und eng dort hinten ist, obwohl dort ist es auch so anstrengend. Ja, weil dort viel los ist. Geh lieber in die kleinen, wie in Rossmann bei uns in Limbach, das ist angenehmer. Aber ja. Ich liebe halt, die Balea-Produkte sind halt schön. Die sind halt super. Mhm. Und ich hatte nämlich mir vorm Urlaub Klebenägel gekauft, weil ich mache sonst sowas nicht an, das seht ihr, ganz natürlich. Und ich wollte jetzt doch mal, nachdem die Gartenzeit langsam zur Neige geht, ohne Unkraut jäten eigentlich, wollte ich mir jetzt Nägel draufkleben. Jetzt waren die schon mit Kleber, das waren ganz billige. Die sahen schön aus, hielten eine Stunde. Was? Nee. Nicht mal? Nee. Halbe? Ach. Wir sind dann runterkochen gegangen, es war ja im Urlaub, also gefühlt, ja, nicht lange. 10 Minuten. Und da habe ich mir gedacht, ja, so ungefähr, dann fielen sie alle nach und nach ab, es war ärgerlich. Und da habe ich mir gedacht, naja, da gehst du mal, eigentlich hatte ich Cassandra losgeschickt gehabt, auch kannst du bitte bei Rossmann eine Nagelklebe holen? Ja, es gibt aber Repair-Nägel, wenn die eingerissen sind. Ich sagte, haben wir jetzt das da, ist schön, also falls sich jemand einen Nagel einreißt. Wir hätten was, können euch schicken. Ja, es ist zwar schon einmal aufgemacht und ausprobiert, weil ich gedacht habe, vielleicht geht's doch. Nein, also sind wir im DM und haben mir dann Nagelkleber gekauft. Drückt mir die Daumen, dass das wirklich funktioniert und bei den Klebeteilen auch wirklich hält. Also ich bin gespannt, das war jetzt nicht sehr teuer. 2,45 Euro? Hm. Ja, das war jetzt nicht sehr teuer. Ich freue mich. Dann Alessandro hat sich schwarzen Nagellack. Da fing an, seiner ist irgendwie schlecht geworden. Der war zu lange offen. Ich weiß gar nicht, ob das Manhattan ist. Ja, Manhattan ist es. Da steht der schwarze Nagellack. Hat er schon mal gehabt, ich weiß gar nicht, wo der den hat, aber er sagte ja, er ist klebrig. Und, das wollte er auch unbedingt haben, Antipickelmaske.
sagt er, guck doch mal von Valea, muss ja nicht immer die teure Marke sein, probiert doch erstmal das. Na, er kennt ja pubertierende Wesen, aber es ist gut, dass er so alleine, dass er ja, alleine drauf kommt. Ja, etwas das geht jetzt langsam los. Mhm. Ach, mit 16 ist das langsam so. Und der Herr neben mir, was hast du gesagt? Nachtcreme ist nicht so deins gewesen, die hast du eher selten genommen, aber die Tagescreme hat er dann doch genommen. Nee, nämlich das war die fast leer. Da habe ich ja noch genug drin, das dauert noch ein Stück. Ja, aber wenn du den Gleichlauf nimmst, müsste die eigentlich schon auslaufen. Ja, vielleicht habe ich in der Nacht nicht so viel genommen. Und ja, das glaube ich nicht, eher unregelmäßig, würde ich sagen. Und da braucht der Andi wieder Tagescreme. Ja, die sehen ja jetzt alle anders aus. Also haben wir... So ein schönes Gesicht muss ja gepflegt werden. Ob das alles so hell jetzt? Ja, genau. Mit Q10. Ja. Antifalten-Tagescreme, wir haben die von mir, von der du ja so begeistert bist. Die hat nämlich Andi mit im Urlaub genommen. Ja. Weil die hast du mir ja geschenkt, ne, zum Weihnachten. Ja. Genau, und die war eigentlich gut. Ja, mal gucken, aber ich glaube nicht, dass die schlecht war. Das Problem ist ganz einfach, dass einfach, wo ich sage, ist denn Männerhaut wirklich anders als Frauenhaut? Weil ja. Das Problem war ganz einfach, die Creme ja. war ja. um 4 Euro ja. teurer. 4 Euro bitte. Teurer als. Danke. Als die von der Mutti, wo ich sage, dann ist kein Tablet mehr, dann kannst du unterlesen. Von der Mutti, du verstehst, wie es geht. Ja, jetzt kommt es wieder. Von Frauen. Er hat doch gleich genutzt hier, das Eleonora hier im Hintergrund. Wo ich sage, ja, ich verstehe es auch gar nicht. Und dann war das okay, Tiegel? Nein, es gab keine Tiegel von Männern. So. Ich weiß nicht, ob es im Chemnitz Center anders ist. Da waren wir ja jetzt. Was war denn das? Das war ein Spender? So ein Spender, ja, so ein Pumpspender war das. Ganz komisch. Und viel teurer noch. Das war dann 4 Euro mehr. Oder? Ja, 2 Euro mehr. 2 Euro mehr, die hat gerade nur 2,45 Euro, glaube ich, ja. gekostet. Also die ist wirklich günstig. Ja. Also meine, die du mir geschenkt hast, hast du gesagt, die war teurer. Nein, die war teurer. Obwohl die ja auch gegangen war, Q10 Antifaltencreme. Die gab's nicht. Die gab's nicht. Die ist nämlich zwischen, die müsste eigentlich für dich, würde die gar nicht gehen, weil du bist ja keine 45. 30 bis 45 eigentlich hättest du ab 50 gebraucht. Ja, die weißt du. Aber hast die nächste ist 50. Nicht. Tja, die muss jetzt reichen. Ja gut, ich bin, nee. Du bist alt. Naja, aber nicht so alt. Na, das macht doch nicht. Jetzt bist du plötzlich jung. Zwischen 30 bis 45. Ich bin plötzlich in der Reihe, in diesem Bereich. Also ich würde jetzt keine Creme nehmen, die ab 60 ist, mal davon abgesehen. Aber die, ich denke mal, das wird kein Problem sein in die eine Richtung. Die braucht Feuchtigkeit, fertig ist. Nee, du hast so gut 10 drin. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich probiere einfach bloß, ich habe doch keinen Plan, ob es am Ende wirkt. Kannst du nur gucken, wenn du dann 6 bist. Genau, ob es was genützt hat. Vielleicht war es sogar mit die gesunde Ernährung, der Sport, man weiß es nicht. Oder die schlechte Ernährung und der nicht mehr Sport, den man dann vielleicht gemacht hat. Ich weiß es nicht. Das können wir dann erst feststellen. Das wissen wir doch nicht, ob es an der Creme liegt. Hm? Wissen wir eh nicht. Ja, zumindest hat man ein gutes Gefühl dabei. Genau. Also heute früh, als ich meine Creme ins Gesicht geschmiert habe, habe ich gedacht, ich hätte es lieber nicht getan. Ich habe so geschwitzt, das war nicht mehr schön. Aber heute haben wir ja auch 31 Grad. Heute ist nämlich da, was ist heute? Sonnabend, der 18. 19. Der 19. 8. ist heute, genau. Und heute ist ja extra schwüles Wetter für uns angesagt. Ja. Juhu, wir sind ja, noch zu Hause, die Wäsche wäscht gerade noch, der Pool ist kritzegrün, voller Algen, aber egal. Wir haben geklort, geklort, aber bis jetzt ist er noch nicht wieder heil geworden. Nein. Wir werden es sehen, und wenn ein Badboot drin trotzdem ist, ist vollkommen egal. Weil der Teich ist so. Der Teich ist so, dort sind nur Algen. Ja, genau. Algen drin. Ja, das ist bestimmt ein bisschen mehr was giftig. Da darf man teilweise ja gar nicht baden gehen, wie ich das schon gelesen habe. Wir können ja so einen Fisch reinholen. Da ist die dann weg. Nee, keine gute Idee. Also wir haben auf jeden Fall Wasserläufer, trotz Chlor. Also es ist schon lustig. Das ist abgehärtet. Ja, das wird abgehärtet. Wir machen jetzt hier Schluss an dieser Stelle, weil... Genau, das Horn ist nämlich... Genau, ein kleiner Horn. Ja, klein. Klein, der hat es trotzdem lang gelautet. Aber er kennt uns ja. Ja, wir müssen ja auch mal ein bisschen quatschen. Genau. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Schön, dass ich es bisher geschafft habe, weil es hat ja doch länger gedauert. Ja. Ja, genau. In diesem Sinne, macht euch heute einen schönen Tag, bringt euch in Sicherheit vor der Sonne. Genau. Oder wenn es bei euch regnet, bringt euch in Sicherheit vor dem Regen. Oder wir schicken euch Sonne, aber das wird schwierig. Ja, es wird schwierig, wir können es probieren. Und dann kommentiert schön, weil so ein bisschen austauschen ist immer schön. Und über gefällt mir, freuen wir uns natürlich auch. Und wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne sagen wir tschüss, der Andi. Die Marika. Und gemeinsam sind wir natürlich wir. Bis bald. Tschüss.